So, wir waren auf dem Weg zurück ins Jagdlager. Wir haben eine recht gute Ausbeute gemacht, muss ich sagen. Also wenn man jetzt hier mal ganz kurz nachguckt, das ist das, was wir an Hasenfleisch zusammentragen konnten. Ich muss sagen, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Recht viel. Wir sind auch völlig überladen mittlerweile. Rennen können wir auch schon nicht mehr. Also so traben können wir noch, aber viel ist jetzt nicht mehr zu wollen. Voll beladen. Ich muss sagen, alles richtig gemacht. Viel zusammengetragen. Der Hase, du, dich verschonen wir jetzt. Komm, komm mal rein. Ja, würde ich jetzt sagen, gucken wir uns mal an, was Herr Capon so vorzuweisen hat. Bestimmt ein bisschen mehr. Kannst nicht springen, wenn du überladen bist. Oh nein. Okay, gut. Zum Glück konnte ich mich dann doch noch hier durch winden. Ja, es ist jetzt Punkt 12. Naja, es ist vielleicht kurz vor 12. Wir wollen mal nicht so sein. Wir setzen uns jetzt hier einfach mal hin und warten auf Herrn Capon. Wird schon irgendwann antanzen. Außerdem war die Aufgabe vor Mittag. Und technically ist es jetzt, es ist 12:05 Uhr. Also, ich weiß ja nicht, was er da tut und macht und treibt und so, aber. Aha. Aufgabe abgeschlossen. Kehre zum Lager zurück. Tja. Also, das habe ich natürlich auch schon hinter mir. Hat auch ein Hans. Ja. Die Aufgabe soll mir nicht das Schwerste sein. Wobei, ich will den Mund nicht zu voll nehmen. Man weiß ja, wie gesagt, nicht. Ein ganz nettes Lager hier. Aber offensichtlich geht er auch öfter mal mit anderen Leuten jagen. Hier sind mindestens 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4, 5 Schlafplätze. Warte mal, hier am Feuer können auch noch ein, zwei Leute stehen, schlafen. Also, ich weiß ja nicht. Ach, da kommt er ja. Nun gut. Ah, sind wir mal gespannt auf seine Heldentaten. Was er so für krasse Sachen erlebt hat. Vielleicht hat er ja auch einfach nur Seele baumeln lassen. Ich würde es ihm auch gönnen. Aber was heißt hier gönnen? Ich meine, der ist Typ. Kann machen, was er will. Er ist hier irgendwie so ein hohes Tier. Was soll man da jetzt unbedingt für großes Mitleid mit ihm haben? Jedenfalls soll er mal sagen, was er gemacht hat. Wir müssen uns ja eh anhören. Also von daher. Hat er außerdem zwei Hunde mit. Hey, Hans, bist du gleich wieder los oder was? Also können wir machen, kein Problem. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Seh her. Zeig her. Guck. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Ich hab gewonnen? Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Ach du Scheiße. Heinrich,
Mir nach! Wir gehen auf die Jagd! Wir waren doch schon auf der Jagd. Ich muss das, warum nicht jetzt ausruhen und so? Ich kann nicht so viel tragen, ich bin müde. Wollen wir nicht das Zeug verkaufen? Ist cool eigentlich, dass ich es behalten durfte. Das heißt, ich kann es jetzt wirklich verkaufen. Wenn wir irgendwann mal wieder angekommen sind in der großen Stadt. Naja, abwarten. Jedenfalls, ich falle zurück. Ich kann nicht sprinten. Scheiße. Oh Mann, hoffentlich verliere ich ihn nicht aus den Augen. Interessant eigentlich, dass das Pferd trotzdem so gut hier durchreiten kann. Obwohl, kann ich. Oh Mann. Hoffentlich ist es nicht so weit. Hoffentlich wartet er auch mal kurz. Bro, ich kann nicht so schnell. Siehst du nicht, dass ich hier voller Hasenfleisch bin? Was sollte ich denn zurücklassen? Meine ganzen Kräuter? Bin noch nicht verrückt. Aber hier sehe ich ihn zumindest. Hier reicht doch. Guck mal, jetzt können wir uns doch hier... Wir müssen uns doch eh ans Wild ranschleichen. Willst du das mit dem Pferd... Ne? Mit dem Pferd kann man bestimmt auch gut jagen gehen. Weiß ich jetzt nicht genau, aber hab ja keins. Hab's auch noch nie gemacht. Puh. Langsam verliere ich ihn wirklich manchmal aus den Augen. Och Mann. So ein gemeiner Typ, ey. Aber ja, ich habe ja auch gesagt, ich kann aufs Pferd verzichten. Ah, wir sind da. Sehr gut. Lass mich mal kurz durchatmen. Also, was machen wir jetzt? Sieh her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Das ist... Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du... Ich bin gerade eh langsam. Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Okay. Ja, machen wir. Folge Herrn Hans, ja. Haben wir gemacht. Bestimmt greift uns das Vieh jetzt an. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Ja, siehst du? Verdammt, bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße! Ihm nach! Passt! Aufs Pferd, Heinrich! Diese Schweine kommt uns nicht! Oh, darf ich jetzt mit ihm mitreiten? Und das wäre natürlich super, wenn ich jetzt einfach... Ach so. Oh, ich habe gar kein Pferd. Bring das Wildschwein zur Strecke. Ach du Scheiße. Finde Herrn Hans. Nun gut. In diese Richtung sind sie jedenfalls reingehauen. Ach, das ist ja ein kleines Gebiet, wo ich die suchen soll. Na gut. Ja, was soll schon passieren? Der hat schon seine Hunde, der soll das mal machen. Hätte er mir mal ein Pferd geschenkt, dann hätte ich ihn natürlich jetzt schneller auftreiben können. Gut, einen Speer kann ich mir jetzt natürlich nicht aus den Rippen leiern. Aber... Ja, den wird man schon sehen. Hoffentlich hat er sich nicht verletzt mit den Wildschweinen. Man weiß es ja nicht.
bin ich doch jetzt tatsächlich in die falsche Richtung gelaufen, so ein bisschen. Egal, weiter geht's. Ziemlich düster hier. Also kommt nicht viel Sonnenlicht durch, wollte ich damit sagen. So jetzt zum... Huch. Das finde ich ganz nett. So eine Wälder sind eigentlich ganz schön. Einfach hier ein bisschen durchspazieren wäre jetzt natürlich auch angenehm, aber wie man sieht, muss ich ja dem kühnen Meisterschützen schon wieder mal aus der Patsche helfen. Was heißt schon wieder mal? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er von mir gesucht wird, mindestens mal. Also ich weiß ja gar nicht, ob ich ihn jetzt retten muss. Ich glaube eigentlich nicht. Ja, ja. Wo ist er denn? Ich meine, sein Pferd müsste man ja eigentlich auf 100 Meter sehen. Verändert sich dieses Gebiet eigentlich noch, wo der ist? Nee. Aber würde ich jetzt behaupten. Ich kann ja mal lauschen, ob ich die Hunde irgendwo höre. Ich kann die Hunde eigentlich nicht hören. Na toll, ey, was der wieder angestellt hat. Ich meine, was soll ihm schon passiert sein? Er hat ein Pferd, ein riesiges, ist bewaffnet, hat zwei Hunde bei sich. Das Wildschwein wird ihn jetzt schon nicht irgendwie Schaden zugefügt haben. Will mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hier, guck mal, hätten wir nicht sowas jagen können? So ein Reh. Wo ist er hin, der Herr Hans? Hans? Hey du, Sodomit! Wie ist es so, von einem Pferd gefickt zu werden? Hey, Michinaso! Itt nem látok. Megjött a mulatság. Hey du, Sodomit! Wie ist es so, von einem Pferd gefickt zu werden? Hideg, hideg! Hogy a faszba! Ezt elbasztad! Komm her! Zeig mir deine Zähne! Komm schon!
Hör auf so zu tun, als wärst du ein Kerl und pack die Euter aus! Kann ich mich eigentlich jetzt gerade verbinden? Kann ich nicht im Kampf benutzen. Das hat also nicht geklappt, verdammt. Sie jetzt einfach nochmal suchen. Ja. Haben wir natürlich nicht gemerkt, wo ich bin. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich denke mal, das können wir machen. Wir können die so anordnen, die beiden Gegner, dass der eine dem anderen in den Rücken schießt. Aber einfach wird es trotzdem nicht. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Die Steuerung. Bewegung, Kampf. Q, ne? Genau. So. Hab ich's mir doch gedacht. Gut, jetzt weiß ich natürlich schon, was auf mich zukommen wird, aber wenn ich mein Schwert gezogen habe, dann bin ich viel lauter. Das war doch hier hinten. Genau. So, hier müsste es irgendwo dann kommen. Ich glaube noch ein bisschen hier rüber. Mann, 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 Mann. Oha, was ist denn hier passiert? Das sieht mir alles andere aus als nach einem Unfall. Unfallort. Aha, ich glaube, hier bin ich schon mal hochgegangen, den Weg. Ich glaube, hier bin ich dann richtig. Gut, dann nehmen wir jetzt mal den hier hinten. Können wir ihn vielleicht befreien? Und dass er dann mit uns zusammenkämpft? Wie
ist es so, von einem Pferd gefickt zu werden? Na gut, ich geb's zu. Es ist schmachvoll, von drei Kackwürsten gefasst zu werden. Na gut, ich geb's zu. Es ist schmachvoll, von drei Kackwürsten gefasst zu werden. Ja, er macht das. Itt épp egy malacka tévedt a disznóölésre. Ott ti, látjátok? Ott az a genyláda. Nem hiszem el. Emberek, vigyázat! Riadó! Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok vele! Na, hogy a faszba! Itt fogsz nekem pityeregni? Okay, das ist wirklich super schwer. Okay. Ah ja, ein bisschen Übung. Also dies, ich habe es ja wirklich probiert mit Ranschleichen, das hat nicht geklappt. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, was man stattdessen machen kann. Also mich hinter einem Baum verziehen ist schon mal eine gute Idee. Und meine gelernten Skills anwenden ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich sollte weniger oft zuschlagen. Und dafür... mehr blocken jetzt auch nicht unbedingt, aber...
Schwierig. Aber jetzt finde ich es auf jeden Fall schon mal schneller. Natürlich die Frage, vielleicht kann ich den... Vielleicht gegen mehrere Gegner ist natürlich echt schwer. Ich könnte natürlich auch mal einfach reinstürmen. Hans befreien. Und dann mal gucken. Egy malacka tévedt a disznóölésre. Nem hiszem el! Emberek, vigyázzat! Vigyázz! Látom az ellenséget! Ne tudj! Egyébként tudj! Ez smartfolt vagy! Ráj! Hát rögt! Egyrésed! Ott van! Okay, also losbinden kann ich ihn nicht. Das geht also schon mal nicht. Nun gut, vielleicht wird es diese Folge nichts mehr. Wer weiß, wer weiß. Wie war das nochmal mit der, wenn man jemanden fokussiert hat? Zielfokus beenden ist Maus 3. Also schätze ich mal die mittlere Maustaste. Ach, Herr Jemine, gar nicht einfach. Ja, wo sind eigentlich die Hunde? Hey du, Sodom. Oh, das hat geklappt. Habe ich ihn losgebunden? Cool. Dann wird es ja vielleicht doch noch was. Hey, ihr wollt Rossi drüber. Danke, Heinrich. Wir verschwenden besser. Komm mit.
dass sie das nicht gemerkt haben. Nun gut. Müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Die werden dir doch bestimmt deine ganzen Waffen und so abgenommen haben. Dein Pferd. Und so. Na gut, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich werde mal an der Stelle jetzt mit ihm noch eine halbe Minute hier rumkrauchen und dann haben wir das jetzt vielleicht doch ein bisschen edler gemacht, als wenn wir jetzt hier das wiederholte Mal das im Kampf scheitern. Gegen drei ist wirklich schwierig. Gegen einen würde ich ganz gerne lieber üben. Gegen drei ist dann schon ein bisschen herausfordernder. Insbesondere wenn es auch noch ein Fernkämpfer ist. Das macht es wirklich nicht einfacher. Komm schon, Heinrich, mein Freund. Du lässt mich doch nicht hier. Ich lasse dich nicht hier. Warum soll ich... Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon. Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter. Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer. Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Das stimmt. Das stimmt. Mal gucken, was jetzt noch geladen wird. Vielleicht noch eine Filmsequenz, die könnten wir gleich noch mit dranhängen. Ansonsten würde es dann beim nächsten Mal erst wieder weitergehen. Aber erstmal ganz kurz gucken. Der Rechner kann mal ganz kurz noch ein bisschen Berechnungen anstellen. Ah. Es ist Herr Carpon. Ja. Hierher, Leute. Rettet mal euren Herrn Carpon. Du da, hilf ihm. Haben wir uns bestimmt schon einen ganz schönen Ruf gemacht hier. Wir haben immerhin den Herrn Hans Carpon gerettet. Ich meine, den zukünftigen Thronfolger von, na, mindestens mal dieser Beinburg da. Das sollten doch bestimmt einige Privilegien wert sein. Oder vielleicht ein bisschen Geld. Geld wäre eigentlich ganz geil. Eigentlich will ich jetzt auch gar nicht so die Ranks gleich klettern. Ich würde eigentlich ganz gerne auch die anderen Diebessachen machen und so ein bisschen durch die Länder reinstreifen. Das hätte ich eigentlich auch Lust drauf. Na, wir werden sehen. Mal gucken, wie es Herrn Carpon bald geht. Auf jeden Fall. Dann haben wir das Jagdfieber abgeschlossen. Gut. Es war natürlich eine sehr kurze Filmsequenz nur. Aber auch nicht schlimm. Na, wir sind mal ein bisschen geduldig. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass es immer, also dass es jetzt nicht einfach nur Videos sind, sondern man tatsächlich, also dass die Videosequenzen auch angepasst sind an das, was man zum Beispiel gerade an Rüstung wirklich auch getragen hat. Sah bei mir natürlich sehr schäbig aus, aber da werde ich mich vielleicht auch mal irgendwann mal eindecken müssen. Aber so viel Geld habe ich natürlich jetzt gerade nicht. Oh. Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein.
Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Tja. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Ja, aber damit ist euer Problem... Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Vergib mir die Störung, Herr. Aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passiert ist. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Hm. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten, Hanusch. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Nein, bitte nicht. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Skarlitz angriff. Es kann keine zwei Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Das ist ja ganz schön eskaliert hier. Ich habe noch nicht mal richtige Klamotten. Nun gut. Dann soll es das jetzt bis hierhin erstmal gewesen sein.